Hallihallo, hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Heute gibt es wieder ein Video in der Reihe Oster-Countdown. Und da habe ich euch diese Karte mitgebracht. Das ist also eine Osterkarte, wo das Rädchen sich drehen kann. Da haben wir verschiedene Sprüche, die zum Vorschein kommen. Oder auch ein kleines Motiv. Eine sogenannte interaktive Karte, bei der sich was bewegt. Das Besondere heute ist, dass ich mit euch nicht diese Karte genau bastle, sondern es wird eine Babykarte jetzt werden. Aber dieses wäre dann ein Beispiel für Ostern. Das habe ich mit der Osterhäschenstanze gemacht, die nicht mehr im Programm ist, leider. Und mit dem Designerpapier aus der Celebration. Auch diese Stanzform gibt es nicht mehr mit dem Gras. Da muss man eben sehen, ob man etwas Ähnliches findet. So, jetzt machen wir eine Babykarte. Und zwar mit dem Stempelset Elefantastisch und dem Designerpapier Sternhimmel. Ist schon viel benutzt. Ich finde es wunderschön. Und ich habe mir dieses hier ausgesucht. Er wird nun in mehreren Lagen gearbeitet. Fangen wir mit der Basis an. Die nehmen wir in Marineblau. Und die hätte die Größe 14,5 x 14,5. Als nächstes hätten wir Farbkarton in Flüsterweiß in 13,5 cm x 13,5 cm. Und dann brauchen wir noch das Designerpapier in 13 cm mal 13 cm. Außerdem benötigen wir einen großen Wellenkreis. Da hat Simping Up leider im Moment auch nichts Passendes im Programm, aber es gab mal diese. Da ist der größte Kreis ein Wellenkreis und der hat einen Durchmesser von ungefähr 12 cm. Das hieß Kreiskollektion. Bei dem Kreis markieren wir uns den Mittelpunkt. Der wäre dann hier. Wir pieksen einmal in der Mitte durch mit so einem Pikser. Und dann benötigen wir noch einen kleinen Kreis. Die Größe ist ziemlich egal. Ich habe jetzt eine Inch-Stanze genommen. Auch da pieksen wir in der Mitte ein Löchlein durch. Und dann brauchen wir noch ein Brett zum Zusammenfügen. Wir legen die kleine Scheibe hinter die große Scheibe. So, jetzt nehmen wir uns die Rückwand
und kleben die Scheibe auf. Und zwar nicht komplett, sondern nur den kleinen Kreis. Vielleicht noch besser mit Dimensionals. So, das sollte sich jetzt drehen lassen, genau. Dann nehmen wir uns die nächsten beiden Farbkartonstücke und kleben die aufeinander. Dann nehme ich mir die 1¼-Inch-Stanze und gucke, dass ich mir hier einen Halbkreis ausstanze. Dazu markiere ich mir die Mitte. Ich würde sogar sagen, etwas mehr als die Hälfte, damit ich dahinter gut reinfassen kann. Das kommt dann oben drauf. Da sieht man schon mal, wie das funktionieren könnte. Dann möchte ich, wie hier, kleine Wolken anbringen. In der Mitte stanze ich erstmal eine Wolke aus. Und zwar mache ich das mit den Thin Lids in den Wolken, die es noch im Katalog gibt. Bin ich gleich wieder da. So, dann nehme ich mir Dimensionals. Und klebe die in die vier Ecken. Und befestige das Ganze auf der Karte. Die Dimensionals sollten das Rad nicht berühren. Es soll ja noch beweglich bleiben. Dann habe ich mir von dem gleichen Designerpapier noch einen Streifen geschnitten. Den bringe ich hier unten an. Benötige ich noch mal Kleber. Das soll dann so den Boden markieren. Ja, und jetzt kommt das Stempelset zum Einsatz. Und zwar habe ich da schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe den kleinen Elefanten hier gestempelt und den kleineren auch nochmal. Und kleine Luftballons. Die Elefanten habe ich in Anthrazitgrau gestempelt und die Luftballons in Babyblau. Die Luftballons musste ich leider ausschneiden, dafür gibt es keine Stanze. Ja, und dann kann man das jetzt befestigen. Wir können dafür auch Dimensionals nehmen.
Und dann gehe ich dran und stemple Sprüche hier rein. Dazu nehme ich das Memento Stempelkissen. Und da habe ich so eine Sammlung alter Sprüche mir ausgesucht. Da müsst ihr gucken, was ihr so findet in eurem Sammelsurium. Da habe ich einmal das Stempelset hier. Moon Baby. Hello Baby. Dann drehe ich das Ganze etwa um 90 Grad und dann nehme ich mir den nächsten Spruch oder erstmal ein Motiv vielleicht. Genau, nehme ich erstmal ein kleines Vögelchen und zwar ist das aus dem Stempelset zum Nachwuchs, auch nicht mehr da. Weiter drehen. Und wieder einen Spruch zum Nachwuchs. Passt. Ist immer spannend, ob es auch wirklich reinpasst. Und dann machen wir noch kleine Sternchen rein. Da vielleicht. Und das könnte man noch kolorieren mit einem Stamping Blend, eine Osterglocke zum Beispiel, so in der Art. Dann bringen wir noch mal kleine Wölkchen an. Da ist auch noch mal eine kleine Wolke in dem Set. Da könnte ich dann einmal hier noch eine große anbringen. Und hier vielleicht noch eine kleine. Oder zwei große. Wir nehmen sie alle. So, das wär's. Dann hätten wir einmal diese Babykarte zur Geburt.
Hallo Baby. Und hier die Osterkarte. Also jetzt zu Ostern würde ich dann sowas schnell noch produzieren und danach für den passenden Anlass. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.